Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute so kurz vor der Jahreshauptversammlung, die ganz bald stattfinden wird, und da soll ein neuer Präsident gewählt werden, den Präsidentschaftskandidaten bei uns haben oder umgekehrt, dass wir bei ihm sein dürfen in seiner Loge. Hallo und schönen guten Abend, Joachim Wagner. Hallo, schönen guten Tag, Herr Kissner. Ja, freut mich sehr, dass Sie uns hier eingeladen haben in die Loge. Wir wollen Sie ein bisschen kennenlernen, so dass die Fans auch so ein bisschen einen Eindruck bekommen. Wer sind Sie? Wo kommen Sie genau her? Vielleicht können Sie so ein bisschen das skizzieren. Wie ist das gelaufen? Auch so Ihr Werdegang rund um den OFC und auf der anderen Seite dann vielleicht perspektivisch auch nochmal den beruflichen Werdegang. Ja, sehr gerne. Ja, Bezug zu Offenbach, zum OFC gibt es sehr viel. Ich bin vor 52 Jahren in Offenbach geboren. Dort auch in den Kindergarten gegangen, in die Schule gegangen, Grundschule gegangen, so das ganze Paket an Offenbach, was man mitnehmen kann. Habe in meiner Jugend auch wie viele Jungs Fußball gespielt und habe dann auch ganz stolz hier in der E-Jugend Fußball spielen dürfen. Und also so ein richtiger Straßenkicker, oder? Welche Straßenviertel haben Sie da unsicher gemacht? Ach ja, Straßenkicker ist relativ, also wenn ich richtig gut wäre, würde man mich mehr kennen. Also das ging, war dann doch relativ. Also ich war Stürmer und habe versucht, Tore zu machen. Das hat auch halbwegs funktioniert, aber für höhere Ziele hat das bei weitem nicht gereicht. Aber ich habe sehr gerne gemacht. Das war eine tolle Zeit hier im Offenbacher Stadion auch auf dem, in dem alten Stadion noch. Wir haben in dem Stadion die Treppen hoch und runter trainiert, waren als kleiner Junge dann auch Balljunge und der Verein wächst einem dann irgendwann brutal ans Herz. Ich habe hier in der Nähe gewohnt, unten bei der Feuerwehr in der Nähe, konnte dann schon mit meinem Großvater, ja, Spielstraße, konnte mit meinem Großvater dann ins Stadion laufen, was wir auch sehr regelmäßig gemacht haben, bis ich dann so groß war, dass ich alleine hierher gehen konnte. Und ja, das ist dann, wenn man dieses Gen dann irgendwann mal in sich hat, dann kommt man da nicht mehr raus, dann wird man verhaftet. Das heißt, Sie haben es doppelseitig erlebt, einerseits sozusagen auf dem sportlichen Wege und andererseits auch fantechnisch. Standen Sie auch so richtig auf der Tribüne, haben mit angefeuert? Ja, ich habe auch früher, als ich noch mehr Zeit hatte, auch viele Auswärtsspiele besucht und mit Freunden und natürlich auch hier erst im Fanblock, dann hinter dem Tor. Und von daher hat mich der OFC schon mein halbes Leben eigentlich begleitet. Gibt es da vielleicht noch ein kleines Anekdötchen, wo Sie sagen, Mensch, das war schon was Besonderes auswärts oder auch beim Heimspiel, wo Sie sagen, das werde ich nie vergessen? Weil als Kickers-Fan erlebt man ja so einiges. Ja, eine ganz interessante Sache gab es in der Tat mal. Ich weiß leider nicht mehr wann, aber ich war mal mit ein paar Freunden im Stadion in Waldhof Mannheim zu einem Spiel. Ja, da gibt es immer gute Geschichten. Und als das Spiel dann vorbei war, wir hatten gewonnen, das weiß ich noch, sind dann die Tore geöffnet worden und an dem Platz vor dem Stadion gab es auf einmal wilde Ausschreitungen, von denen ich mich so gut wie es ging ferngehalten habe. Und ich wollte dann Richtung meinem Auto laufen und hatte auf einmal den Spielball in der Hand, wie auch immer. Das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich weiß nicht, wo er herkam. Oder gab es deswegen die Ausschreitung, weil Sie den Spielball hatten? Nein, das ganz sicher nicht. Also ich bin ein relativ entspannter Mensch und habe da nur versucht, das Weite zu suchen. Aber das war eine ganz interessante und spannende Geschichte, ja. Und der hat noch einen Ehrenplatz bekommen oder ist er schon im Fanmuseum? Da müsst ihr dann hin doch. Ich weiß gar nicht mehr, wo er ist, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es nicht. Okay, da haben wir so ein bisschen was gehört. Also fantechnisch und auch sportlich. Sportlich hat es dann irgendwann, haben Sie gesagt, jetzt setze ich voll auf einen Job oder hat es einfach nicht so ganz gereicht für einen A-Kader? Nein, Sport war für mich im Grunde Hobby und ich hatte auch nie die Ambition mehr, als jetzt ein Hobby daraus zu machen. Ich habe dann sehr früh angefangen mit dem Arbeiten, bin ein Mensch, der immer Ziele hat, immer Visionen hat und hatte dann sehr früh schon eine Vision, was ich auch beruflich machen will. Ich glaube, ich bin so, wie man sagt, der geborene Unternehmer. Ich passe in wenige Pakete rein und von daher, ich hatte immer große Ziele mit dem, was ich machen wollte und im Großen und Ganzen hat es auch sehr gut funktioniert. Jetzt sind Sie ja sehr erfolgreich als Unternehmer und ich glaube, Sie haben gleich mehrere Firmen oder wie funktioniert das genau? Einmal sieht man immer Wagner, den Schriftzug, dann gibt es dann irgendwie Recycling, glaube ich. Ne? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich habe ja 1993 mit der Selbstständigkeit angefangen und habe auch da schon eigentlich von dem ersten Tag an Sponsoring hier beim OFC betrieben. Hatte ja ganz früh an dem Stadion auch die große Wagner-Rohstoffe-Tafel. Das, ja, können Sie im alten Stadion und der Haupttribüne, glaube ich, ne? Diese Holztafel, die vorne dran war. Richtig, ja, jetzt erinnere mich. Es war im Grunde, wahrscheinlich werde ich dadurch nie mehr Geschäft gemacht haben. Es ist eher eine emotionale Geschichte gewesen und ich fand es immer sehr schön, im Verein in guten wie auch in schlechten Zeiten was zurückzugeben. Von daher haben wir eigentlich von der Zeit an jedes Jahr etwas gemacht
Und mittlerweile wurden da mehr und mehr Gesellschaften drauf. Ich bin im Recycling tätig, in der Immobilienbranche und auch in verschiedenen anderen Bereichen. Eigentlich ein ganzer Blumenstrauß von verschiedenen Dingen. Da ist ja dann immer auch die Frage, die liegt ja dann nah, wenn man so viele Unternehmen sozusagen mitbetreut, in der Holding sozusagen, wie auch immer, hat man denn dann noch Zeit für den OFC? Ja, ich meine, man muss sich das nehmen, natürlich. Im Moment geht das, seit November bin ich im Grunde mit diesem Thema beschäftigt und ich habe so das Gefühl, im Moment wird es von Monat zu Monat mehr oder von Tag zu Tag und gerade die letzten Monate waren schon sehr anspruchsvoll von der Zeit her. Gab sehr, sehr viel zu tun, sehr viel hinter den Kulissen zu arbeiten, um im Grunde das ganze Thema so ein bisschen vorzubereiten. Aber ich denke, wenn man irgendwann mal sagt, man möchte das machen, muss man einfach irgendwie Möglichkeiten schaffen, sich die Zeit auch zu nehmen. Jetzt haben Sie es angesprochen, da sind Sie schon schwer am Tun mit einem Kreis, da werden wir gleich vielleicht noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, an weiteren Förderern, das ist ja auch gut und richtig, aber es hat Sie ja niemand gezwungen. Irgendwann muss ja der Impuls gekommen sein, dass Sie gesagt haben, okay, jetzt mache ich ernst, jetzt mache ich richtig was mit dem OFC. Wie ist das gelaufen? Wie kam das dazu? Ja, ich möchte jetzt gar nicht so tief da reingehen, woher das kam, weil letztendlich, es gibt ja auch eine außerordentliche Mitgliederversammlung, die jetzt bald stattfinden wird und da würde ich mich dann ohnehin nochmal sehr gerne etwas breiter vorstellen und dann auch meine Beweggründe darstellen, warum ich das machen möchte. Von daher, die Frage ist sehr gut, aber es gibt da einen klaren Punkt oder Tag, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt ist es vorbei, jetzt muss man das wirklich mal versuchen in die Hand zu nehmen und weiterzuführen, um letztendlich aus diesem Strudel der Depression rauszukommen. Und man kann immer zuschauen oder man kann handeln. Und ich habe mich dann an einem bestimmten Punkt für das Handeln entschieden. Aber ich würde es, wie gesagt, gerne mal zurückstellen noch. Okay, verstehe ich, überhaupt gar kein Problem. Dennoch ist es so, dass auch die Neuzugänge, die wir jetzt schon vorgestellt haben zu einem großen Teil, das heißt die Verstärkung des Teams, das war ja mit so einem Hauptanliegen, ist ja schon sichtbar. Und damit haben Sie ja zu tun. Das heißt, da hat ja Ihr Förderkreis, oder wie muss man das genau nennen, Förderkreis, Kickers-Freunde oder wie darf man es formulieren, der hat ja da ganz maßgeblichen Einfluss oder ja, dass es überhaupt so weit kommt, dass wir jetzt vernünftige, gute, erfahrene Spieler sozusagen noch dazu bekommen. Ja, Gott sei Dank haben wir die. Und natürlich, der Einfluss von den Kickers-Freunden, so nennen wir uns, der ist schon vorhanden, selbstverständlich. Und uns war es extrem wichtig, und das war natürlich auch ein Thema der letzten Wochen, schon für die neue Saison etwas hier darzustellen, obwohl wir noch nicht gewählt sind oder noch nicht in Verantwortung sind. Das heißt, es war natürlich eine gewisse Sensibilität zwischen dem alten und dem hoffentlich neuen Präsidium. Denn das alte Präsidium musste ja etwas absägen, was sie letztendlich schwer verantworten kann, wenn nicht die Kickers-Freunde sich da im Grunde dahinter gestellt hätten. Aber das Thema haben wir sehr gut gelöst und haben dann auch die Wege gefunden, wie man an den Neuverpflichtungen ja auch sieht. Ich habe dann so ein bisschen auch im Internet das verfolgt. Einerseits ganz klar, überwiegend wird das sehr, sehr positiv gesehen, auch gerade was die Neuzugänge jetzt eben angeht. Auf der anderen Seite hat dann auch jemand so gefragt und da ist ja irgendwie auch klar, jetzt bei dem, was wir so in den letzten Jahren mit durchgemacht haben, alle miteinander mit dem OFC, da kam dann gleich die Frage, was ist eigentlich, wenn die nicht gewählt werden oder wenn das am Ende gar nicht so passt, wer bezahlt dann die Zeche? Steht dann der OFC wieder nackt? Da. Nein, und das war ja genau das Schwierige daran. Das wollten wir natürlich nicht. Wir wollen nicht irgendwo jemanden erpressen oder die Pistole auf die Brust setzen, sondern wir wollten so oder so die nächste Saison sichern und das haben wir auch getan. Und dazu stehen wir auch und das ist auch nicht nur mündlich fixiert, sondern auch schriftlich fixiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und wir wollen auch letztendlich das Ganze perspektivisch anlegen. Wenn wir natürlich nicht gewählt werden, können wir es nicht perspektivisch machen. Das ist auch schwer, aber zumindest die Saison ist gesichert. Aber es war ja schon mal sehr wohltuend zu sehen, dass man, das kennen Sie vielleicht auch noch, hatten wir ja mal die Parole, wir haben einen Schuss und der muss sitzen. Davon ist man ganz weg. Also es gibt einen Dreijahresplan. Das wäre nicht unternehmerisch und auch nicht gut. Also es gibt einen klaren Plan, wie wir das machen wollen. Und ich meine, man muss auch überlegen, man kann einen Aufstieg nicht anordnen oder nicht 100% planen, sondern man kann immer nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man aufsteigt. Sport ist schwierig steuerbar und wir können jetzt, wir haben natürlich mit der sportlichen Leitung gesprochen, haben mit denen den Konsens gesucht, haben gefragt, was für Möglichkeiten haben wir, wenn wir das und das
zur Verfügung stellen. Und unser Ziel war es, einen wettbewerbsfähigen Kader aufzustellen. Das war das Ziel, das Gemeinsame von der sportlichen Leitung und auch von den Kickers-Freunden. Aber wir wissen ja nicht, was andere machen. Wenn wir jetzt uns irgendein Ziel setzen und ein anderer Verein, Saarbrücken, Elversberg oder wer auch immer, deutlich mehr Etat zur Verfügung stellt. Wir können es ja nicht final entscheiden. Wir können nur das machen, was wir für richtig halten. Ja, aber korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sehe. Sie haben ja jetzt erst einmal die Initialzündung gebracht. Das heißt, diese Kickers-Freunde sozusagen haben sich gefunden, konstituiert in irgendeiner Form. Und Sie haben jetzt den Anfang gemacht. Ich nehme an, das ist kein Closed Job. Da ist man wahrscheinlich auch offen für weitere, die sich engagieren wollen, wenn man nämlich sieht, da könnte nach oben noch was gehen, aber das braucht eben noch ein paar Mittel dazu. Nein, das ist ein sehr guter Hinweis. Es ist keine Joachim-Wagner-Sache oder Präsidium-Sache oder Kickers-Freunde-Sache, sondern wir müssen alle gemeinsam dieses Thema angehen. Wir sind jetzt in Vorleistung gegangen und im Grunde jeder, der eine Sympathie für den Verein hat, sollte sich jetzt wirklich hinterfragen, was kann er machen, indem er ins Stadion geht, Dauerkarte kauft oder was auch immer. Letztendlich, es wird nur gehen, wenn wir wirklich diese Gunst der Stunde jetzt nutzen und eine breite Unterstützung in dieses ganze Thema reinbringen. Nur dann haben wir eine Chance, das ganze Thema wirklich auch nach vorne zu bringen. Und dann gab es ja jetzt die ganze Zeit den Austausch mit dem aktuellen Präsidium. Jetzt werden Sie ja sogar den Schatzmeister, wenn ich das richtig gesehen habe, mit übernehmen in Ihre Kandidatur. Wer sind die anderen? Kann man da auch drüber reden? Ja, das ist ja auch relativ bekannt. Es wird einmal, wie Sie gesagt haben, der Herr Simon sein, der ja eine bekannte Größe ist, der das hervorragend gemacht hat, der die ganzen Dinge sehr gut im Griff hat. Dann wird der Peter Roth der Zweite sein und der Jörg Briel. Genau, und der Jörg Briel zum Beispiel ist ja auch von der Fanbasis sozusagen, also er kennt den Verein sehr gut. Der hat ja sehr, sehr lange auch hier an der Geschäftsstelle, eigentlich bis aktuell wirkt er ja noch an der Geschäftsstelle, was Mitgliederwerbung und ähnliche Sachen angeht, Mitgliederpflege. Also insofern, glaube ich, ist es ganz gut, wenn man die Leute hat, die den Verein richtig kennen. Peter Roth ist ja auch kein Unbekannter. Ja, darum ging es uns ja auch. Das ist ja nicht mit dem Würfelbecher hingewürfelt worden, sondern das ist eine klare Wunschvorstellung gewesen. Wir wollen im Präsidium anfangend über die ganzen Gremien geschlossen an dieses Thema rangehen. Und das geht auch nur mit einem gewissen Respekt voreinander und mit einem gemeinsamen Miteinander. Und ich glaube, das ist in Zukunft auch ganz wichtig, dass nicht viel Energie vergeudet wird für Unnützes, mit sich selbst zu beschäftigen oder sonstige Dinge, sondern dass wir jeden ansprechen, diesem Verein. Ein anderes Thema ist immer so, auch bei den Fans, gut, toll und wichtig, dass die erste Mannschaft, natürlich das Flaggschiff irgendwo des OFC, im Fokus steht. Auf der anderen Seite die Jugend, wir haben es jetzt gerade gesehen, sind ja gerade sozusagen im Aufstiegsmodus mehr oder weniger. Sie waren ja sogar auch mit in Elversberg, habe ich gesehen, und wir hatten Sie ja auch im Interview mit dabei. Jetzt kann alles klar gemacht werden. Welche Rolle spielt die Jugend dabei in diesem Gesamtkonzept Kickers offenbar? Ja, erstmal die Jugend hat diese Saison eine hervorragende Saison gespielt und die U19, ich drücke ihr extrem die Daumen, werde auch am Sonntag vor Ort sein und hoffe, dass da der letzte Schritt auch noch gemacht wird oder, wie der Trainer sagte, durch die Tür gegangen wird, die jetzt offen ist. Und die Jugend ist extrem wichtig für uns. Wir müssen da Wege finden, dass wir möglichst viele Jugendspiele auch hochziehen oder zumindest an den Verein binden. Ich denke, da ist noch auch viel Arbeit vor uns. Aber ich halte das für extrem wichtig, da intelligente Lösungen zu finden, dass man die eigene Jugend wirklich auch so gut wie es geht weiterbringt, an den Verein bindet. Und das zieht ja auch anderes nach sich. Wenn Spieler, die Potenzial haben, wissen, dass sie in dem Verein OFC, wenn sie durch die U19 gelaufen sind, die Chance haben, sich auch weiterzuentwickeln, werden auch mehr Spieler kommen. Wenn ich zu einem Verein gehe, wo ich letztendlich in der U19 dann ja mein Ende habe, nicht übernommen werden kann, überlege ich mir das dreimal. Wobei wir ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel im Moment haben, zum Beispiel mit Luka Garic oder jetzt auch Till Judis, der hochgezogen ist, Lemmer. Das sind ja schon allein drei, die in der jetzt aktuellen U19 wirken. Ja, ich finde das hervorragend und ich finde, da muss eine gewisse Automatik rein. Das heißt, man müsste eigentlich sagen, wir nehmen jedes Jahr Spieler, zwei, drei Spieler von der U19 in die erste Mannschaft. Dass wirklich die Spieler auch wissen, wenn ich eine gewisse Qualität habe, bin ich gesetzt und habe die Chance. Kommen wir von der Jugend nochmal so ein bisschen aufs Umfeld vom OFC. Das ist ja
ein festes Faustpfand, eine ganz tolle, wichtige Geschichte, lebt auch von der Tradition. Auf der anderen Seite sehr emotional, im Positiv, wie auch manchmal im Negativen. Wenn es nicht so läuft, dann wird es sehr, sehr unangenehm, sage ich immer auch den neuen Spielern. Ja, damit müssen sie sich auch abfinden. Was würden Sie sich wünschen? Denn Sie kennen ja den Verein sozusagen von vorne, von hinten, von rechts, von links. Sie kennen das, dass es immer auch Stimmungen, Strömungen und so weiter gibt. Wie stellen Sie sich vor, dass man den Verein ja sozusagen in einer Linie fährt? Ja, natürlich kenne ich die Emotionen, weil ich war oder bin jahrelang schon Fan und leide genauso wie jeder andere auch. Und ich glaube, wir alle wollen nur das Allerbeste für den Verein. Und das neue Präsidium besteht eigentlich nur aus Fans, wenn man es so möchte, die letztendlich das jetzt in die Hand nehmen möchten. Und was ich mir wünschen wäre eine gewisse Geduld, die man haben muss. Ich war letztes Jahr auch im Stadion, im Eröffnungsspiel gegen Elversberg. Und auch ich habe nicht den Fußball gesehen, den ich erwartet habe. Im Nachhinein war wahrscheinlich meine Erwartungshaltung zu hoch, weil ich habe gedacht, wir machen da ein Feuerwerk und zeigen ein begeisterndes Spiel, dem halt nicht so war. Nur es bringt halt wenig, es bringt keinem etwas, wenn man dann pfeift oder im Grunde seinen Unmut äußert. Wir kriegen jetzt eine sehr neue Mannschaft, die im Grunde, ja, ist fast eine neue Mannschaft. Es gibt verschiedene Säulen, die noch da sind, aber es wird sicherlich nicht so sein, dass ab dem ersten Spieltag da schon ein Feuerwerk von Spielidee verbreitet wird. Das braucht eine gewisse Weile. Und ich glaube, wir müssen das ganze Thema einfach positiv begleiten und unterstützen. Was die Kommunikation angeht, den Dialog zum Beispiel mit der Anhängerschaft, ist da auch eine Veränderung geplant oder kann das so bleiben? Ja, ich finde es sehr wichtig. Wir haben absolut vor, mit den verschiedenen Fangruppierungen auch im Dialog zu sein, auch wirklich zu spüren und mitzubekommen, was gerade stört, was gerade negativ ist oder was für Wünsche oder was für Vorstellungen sind da. Ich meine, wir können nicht alles erfüllen, das ist ganz klar, aber ich bin schon ein Freund von Nähe und mag das eigentlich auch, um zu spüren, wo Dinge gut oder schlecht laufen. Und das kann man nur, wenn man wirklich sich in alle Bereiche dann auch begibt und sich das anhört. Wenn wir jetzt mal so 3-4 Jahre zurückgucken, dann war es ganz, ganz schwierig, ganz, ganz schlimm, die Stunde Null sozusagen. Dann gab es auch wieder ein neues Präsidium. Ich würde sagen, Konsolidierungsphase, kann man das so sagen? Und jetzt so der nächste Step obendrauf? Ja, ich denke, die letzten Jahre, die begleitet wurden von verschiedenen Personen, die waren sehr anspruchsvoll. Ich wäre auch der Allerletzte, der da irgendetwas negativ redet. Das ist nicht so einfach gewesen. Bei diesem Schuldenberg, da gibt es nicht viele, die das freiwillig machen am Ende. Jetzt versuchen wir im Grunde, den nächsten Schritt zu gehen. Ja, denn aus meiner Sicht, es muss sich jetzt etwas tun. Wir können nicht noch 2, 3, 4, 5 Jahre in dieser Regionalliga sein. Da gehören wir nicht hin. Das ist die falsche Liga für uns. Da ist das Umfeld falsch für, das Fanpotenzial falsch dafür, das Stadion mit den Kosten falsch dafür. Wir müssen raus aus dieser vierten Liga. Und wir müssen alles dafür tun, das auch hinzubekommen in den nächsten Jahren. Wenn es dieses Jahr ist, ist es toll, wenn es nächstes Jahr ist, ist es auch toll. Wenn es in 3 Jahren ist, ist es auch hervorragend. Aber wir müssen raus aus dieser Liga. Das muss unser absolutes Ziel sein, dass wir alles dafür machen, um im Grunde aus diesem Dilemma, dieser Depression rauszukommen und wieder ja, den Stolz und die Leidenschaft hier zurück in unser tolles Stadion zu bringen. Ich finde, dem ist gar nichts hinzuzufügen. Vielen herzlichen Dank, Joachim Wagner. Sehr gerne.